euch, liebe Messerfreunde, ich möchte euch gerne ein neues Taschenmesser vorstellen. Es soll heute mal nicht um ein Klappmesser gehen, wie so oft, sondern ja, ich habe vor kurzem mal wieder mein kleines Mini-Fixed mal wieder in Hand gehabt. Es ist das TRC Knives, das Mini. Das habe ich vor, ich weiß nicht, Monaten, vielleicht auch schon vor Jahren mal vorgestellt, ich weiß echt nicht. Hier mit diesem Etched Pattern und ja, das habe ich auch so in meiner Vitrine liegen und im Urlaub oder wenn ich jetzt irgendwo mal hingehe und möchte auf jeden Fall 42a, also gesetzeskonform unterwegs sein, denn dafür ist es natürlich viel zu klein, um da also rauszufallen. Ja, und einfach so als Messerchen hier mit dem Beltloop hinten am Gürtel dran oder so, dann kannst du das einfach wunderbar mitführen und ja, ein wunderbarer kleiner Schneidteufel mit seinem Hohlschliff. Bin ich sehr begeistert von, allerdings halt auch eben relativ klein. Und ja, ich habe es mal die Tage wieder in der Hand gehabt und dachte mir trotzdem, ach geil, ist doch immer noch schön, das noch zu haben. Hatte dann aber plötzlich auch Bock mal auf ein bisschen was anderes, ein bisschen größer, dennoch ein Messer, was man nicht unbedingt am Gürtel tragen muss. Ich bin einfach kein Typ, der ein Messer mit einem großen, ja, mit einer Lederscheide oder mit einer großen Kydex-Scheide mit Techlock und so am Gürtel trägt. Das mache ich einfach nicht. Da greife ich nicht dran und ziehe die Jacke hoch und dann das Messer dann hervorholen und so. Nein, so hinten am Gürtel, wie gesagt, mit diesem Beltloop, ja, aber auch nicht vorrangig. Dennoch hätte ich mal wieder Bock gehabt auf einen Fixed Neck Knife, vielleicht eine Nummer größer oder so im Bereich des großen Neck Knives. Ja, die Vorgabe für mich persönlich war dann, ein moderner Stahl sollte da sein. Eine schlanke Kydex, wo ich auch ohne Techlock unterwegs sein kann. Das Messer halt einfach so in der Tasche mit mir nehmen kann. Und ich bin dann bei Bark River fündig geworden. Da gibt es ein paar schöne Modelle. Das Essential, das, wie heißt das andere noch? Das Bravo Necker, glaube ich, ist auch ein schönes Modell. Da dann wieder mit Lederscheide, allerdings, ich glaube, zum Teil sogar auch ohne Gürtelschlaufe dran. Also das ist dann dafür gemacht, das auch einfach so in der Tasche zu tragen. Und dann dachte ich mir, ach ja, da hätte ich mal schon Bock drauf. Allerdings Bark River im Moment überall alles so ausverkauft, nichts zu machen über den Lockdown und talala. Und da bin ich dann bei White River mal drüber gestolpert. Die haben noch ein ähnliches Neck Knife von dieser Größe, also aber dann halt auch zu ähnlich diesem hier. Da, an dem wird es nicht dran vorbeikommen. Also habe ich mir dann ein Messer ausgesucht, wo ich eigentlich gar nicht so begeistert von war, muss ich zugeben. Das ist das das ist das White River M1 Backpacker. Es gibt von dem Modell M1 mehrere. Es gibt, um mal so die Modellpalette durchzugehen, das M1 Backpacker ist hier mit verschraubten G10-Schalen, hier in diesem Blaze Orange und in Schwarz gibt es die, die auch übrigens einzeln nachbestellbar sind. Auch in Deutschland gibt es einen Shop, der das anbietet, oder halt direkt über den Shop in den USA. Die kann man dann also austauschen. Allerdings muss man schauen, es gibt die Variante 1 und Variante 2 davon. Da muss man ein Maß nehmen. Ich meine, das ist hier unter den Griffschalen ein Abstandsmaß. Das sollte man sich dann vorher anschauen. Das ist das M1 Backpacker. Dann gibt es das M1 Caper. Das hat nicht diese Beschalung drauf, sondern da ist ein Paracord hier eingebunden. Ich glaube von außen hier unten durch, also immer so in so einem 8-Loop, dass man also dann hier Paracord drum gebunden hat. Und es gibt das M1 Caper. Das hat dann vernietete, also ähnlich wie hier die G10-Griffschalen, ist es dann etwas schlanker, etwas rundlicher aus Mikata. Die sind dann aber vernietet und nicht abnehmbar. Mir gefiel das hier ganz gut, da ich dann auch ein bisschen Griff haben wollte. Das Messer ist ja dann doch etwas größer noch natürlich als mein bisheriges. Und von daher wollte ich dann schon einen etwas sichereren, etwas festeren Griff noch haben. Das ist halt schon sehr klein, aber ich wollte jetzt hier auch nichts einbinden. Daher dann also die Nummer hier mit den G10-Griffschalen. Ich sag mal, ein Paracord könnte ich, wenn ich wollte, da auch immer noch durchbinden, indem ich die dann abnehme. Jo, der moderne Stahl ist gegeben. Wir haben einen Stonewash-Finish, recht unempfindlich. Wir haben den CPMS 35 vollen Klingenstahl und Herstellungsort. Und ja, ortsansässig ist White River Knives in den USA. Wo genau, muss ich ganz ehrlich sein, weiß ich jetzt gar nicht ganz so genau. Ich gucke gerade auf der
Verpackung hier. Und das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Holzschale. Es ist klar, die kostet auch und auch die Kosten werden dann irgendwo mit eingerechnet. Ihr seht, hier drin ist so eine Art ja, Gürtelloop auch aus Kydex gemacht worden. Der ist also multiple hier anlegbar und ansetzbar. Da ist, glaube ich, auch noch eine kleine Anbauanleitung mit dabei. Das Certificate of Authenticity. M1 Backpacker Pro ist das Modell. Und dann seht ihr hier auch die verschiedenen Möglichkeiten. Und ja, also die haben schon an alles gedacht bei White River Knives. Das soll ein relativ kleines Unternehmen sein, ein Familienunternehmen. Ja, ich sag mal klar, das ist ein romantischer Gedanke von einer kleinen Familienschmiede aus den USA, so ein Messer zu haben. Natürlich, auf der anderen Seite, gut, ob jetzt Großkonzern oder kleine, für mich persönlich ist das jetzt nicht so. Aber gut, es ist halt ein Familienbetrieb und White River Knives, ja. Ich war eigentlich gar nicht so begeistert davon, weil mir persönlich diese Messerform bzw. die Griffform, die Klingenform gefiel mir sehr gut, die Griffform eigentlich gar nicht so, weil hier so arg dünn werdend, da dachte ich erst, naja, okay, Sollbruchstelle und wovon ich ehrlich gesagt auch überhaupt gar kein Fan bin, wenn halt irgendwo der Griff dann irgendwo hier schon aufhört, warum das G10 nicht bis vorne ziehen. Ich mag es nicht, wenn ich irgendwo hier auf dem G10 greife und dann hier irgendwo so ins Leere fasse. Ich bin aber überrascht worden, denn das ist überhaupt nicht so. Denn im Pariergriff erstmal eine sehr, sehr, sehr schöne, sehr sichere Handlage so. Auch wenn ich die Hand öffne. Und im Pariergriff, dann sieht man es, wenn ich den Daumen wegnehme. Man ist hier also, wie auch im Hammergriff, permanent komplett mit der Hand auf dem G10. Natürlich hier nicht, aber was macht's, ne? Hier greift die Hand auch nicht. Den Griff hast du tatsächlich halt zwischen Zeigefinger und dem kleinen Finger. Und man hat also auch im Hammergriff hier einen vollen Griff, völlig Hotspot, völlig schmerzfrei, sehr, sehr gut. Und von daher bin ich ja absolut positiv sogar noch überrascht. Und ja, war ein guter Schritt, das mal gewagt zu haben, das Ding einfach mal kommen zu lassen. Ja, ihr seht eine schöne große Lanyard-Öse, Lanyard-Hole hier ist auch noch mit dabei, natürlich mit meinem 550er Paracord mit da durch. Wir haben ein Jimping hier auf dem Klingenrücken, die stabil ist. Ich dachte, naja, wie gesagt, erst hier so ein bisschen Sollbruchstelle, gefiel mir optisch nicht so ganz, aber bei der Klingenstärke hier, entschuldigt übrigens meine trockenen Finger, also bei der Klingenstärke hier, bevor das durchbricht oder wie auch immer, also da müsste, glaube ich, schon enorme Kraft drauf wirken. Und das mutet man so mehr oder weniger Neckknife ja dann irgendwo doch nicht zu. Das Jimping hier oben greift wirklich gut, ohne weh zu tun. Aber ein sehr griffiges Jimping. Die Klinge läuft hier relativ fein zu spitzeln aus. Aber dennoch überhaupt kein Problem. Also ich habe hier gar keine Sorge, dass hier was mit der Spitze passieren könnte. Wir haben einen Flashlift, der hochgezogen ist. Nicht gänzlich hier bis nach oben gezogen. Und läuft, das können wir gleich einmal ganz kurz überprüfen, läuft relativ fein hinter der Schneidphase aus. Ja, über den Fingerguard hier brauchen wir nicht zu reden. Hier rutscht man nicht aus Versehen mal eben drüber, wenn man das Messer so im Pariergriff hat. Das ist absolut ausgeschlossen aus meiner Sicht. Ja, kommen wir noch zur Klingenlänge. Ja, wie gesagt, Neckknife. Ja, jetzt kann man sagen, ich würde schon noch sagen, dass es noch in Richtung Neckknife geht. Noch größer sollte es dann aber auch nicht sein. Wir haben eine Klingenlänge, Blick von circa ja, 7,2 cm scharf, dann haben wir diese kleine Schleifkerbe hier drin, 7,5, 7,7 cm bis hierhin und die Gesamtlänge, da sind wir so bei 17,5 cm ungefähr. Das Messer ist halt, ja, wie gesagt, wer gerne ein Fixed mal mitnehmen möchte, dafür einfach perfekt mit dieser, was für mich persönlich halt auch ein Merkmal sein musste, eine relativ schlanke Kydex. Das sollte jetzt nicht so ein Brecher sein. Die Kydex sollte zuverlässig packen. Ihr hört es, das ist hier, ne? Das Lanyard, das ich hier nochmal als Ziehhilfe mit dran habe. Das guckt dann hier oben so aus der Tasche raus. Dann kann ich das Messer so greifen. Entweder in der Tasche schon mit dem Daumen die Klinge aus der Kydex lösen, das bleibt dann in der Tasche zurück. Natürlich beim wieder verschließen, wieder wegpacken, dann brauche ich schon die zweite Hand, um dann halt die Kydex wieder aus der Tasche zu holen oder halt komplett aus der Tasche holen. Und wenn man hier mal irgendwo abrutschen sollte, hast du dann hier immer noch den Diamantknoten, wo man sich immer noch daran festhalten kann. Ansonsten, ihr seht es, mit dem Daumen ist es einfach auch wunderbar zu lösen. Das funktioniert auch sehr gut. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Bei dem kleinen TRC Mini, hier haben sie diese Daumenrampe oder sowas, haben sie hier leider nicht dran gemacht.
Also so müsste ich schon immer hier irgendwo festhalten, um das Messer dann rauszuholen. Das ist dann hier, wie gesagt, der große Vorteil. Hier kannst du es halt einfach auch so rausschnippen. Klingenstärke, ich würde jetzt einfach mal sagen 3,5, ja 3,3, sogar genau die Mitte, 3,3 mm Klingenstärke. Ihr seht das hier, dieses Full Tang aufgebaut, also ja, hinter der Schneidphase haben wir dann noch 0,55, also durchaus schneidfreudig. Und ich habe es also auch in der Küche jetzt zuletzt öfters mal hergenommen. Klar, wenn du ein neues Messer hast, dann willst du auch mal gucken, was es kann, gar keine Frage. Also Wurst bis zum Salat, auch bis zum Brot und Brötchen, überhaupt gar kein Problem. Das Messer kommt aber auch sehr scharf ab Werk bzw. ab Familienbetrieb daher. Ja, also natürlich optisch nicht jedermanns Sache, muss ich natürlich auch zugeben. Und auch ich war nicht der größte Fan von Anfang an. Aber wie gesagt, über die Handlage alleine hat es mich sehr, sehr überzeugt. Und es war ein absolut guter Kauf. Ein schönes Messer mit einem schönen, modernen, tollen Klingenstahl. Ja. Ohne Kydex. Mit Diamond Knot, wohlgemerkt. Sind wir bei 92 Gramm. Nehmen wir den Knoten weg. Dann kommen 90 Gramm. Erreichen wir die Kydex mit Knoten. 24 Gramm. Und zusammen 117, beide Knoten weg, 115 Gramm. Also ja, für mich auf jeden Fall ein echter Zugewinn, muss ich sagen, nachdem ich doch lange kein Fixed mehr gekauft hatte. Was nicht heißen soll, dass ich nicht auch noch welche habe. Aktuell sogar auch noch eins zum Verkauf. Dadurch, dass ich das jetzt habe, muss ich zugeben, wo habe ich sie überhaupt? Na, also das Wanger Pronto mit dem Neolox-Stahl, gefertigt bei Line Steel. Wer da Interesse daran hat, kann sich hier gerne in den Kommentaren mal dafür melden. Das gebe ich im Moment ab. Mit Walnussbeschalung wohlgemerkt, mit Lederscheide, unbenutzt. Also da ist bis auf ein bisschen Stöckchen mal in der Anfangszeit nichts mitgemacht worden. Es sind keine Spuren drauf zu sehen. Wer da Bock drauf hat, da können wir uns gerne mal zusammensetzen. Ja, so viel zum White River M1 Backpacker Pro. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und ja, ich kann es euch echt empfehlen. Ich mag es wirklich sehr. Gleichwohl ich mir vielleicht auch mal irgendwann tatsächlich mal ein Bark River so ein kleines mal zulegen möchte, mal anschauen möchte. Man wird sehen. Ja, der große Fixed-Kenner und große Fixed-Typ werde ich wohl in diesem Leben trotzdem nicht mehr, aber das ist ein Zugewinn. Jo. So viel zum White River Knives Backpacker M1 Pro. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.